Hallo und wir sind zurück zu Don't Starve. So, und da hat ein Vogel gerade Samen liegen gelassen, die schnappen wir uns gleich. Und da oben sehe ich noch welche. Die nehmen wir auch gleich mit. So, was haben wir denn vor? Nachdem wir noch zwei Folgen haben bis zum vermeintlichen Season-Ende, habe ich zwei wichtige Dinge noch geplant. Das erste ist mal kochen, also Rezepte rausfinden. Ich kenne ja noch kein einziges. Dazu werden wir mal ein bisschen Vorräte brauchen. Entsprechend werden wir uns das holen gehen und parallel dazu werden wir uns, glaube ich, ein paar Außenposten bauen, wo der Plan wäre, dass wir jeweils eine Feuerstelle und eine Kiste aufstellen. So, jetzt ist die Frage, was brauchen wir nochmal für die große Feuerstelle? Eine Menge Steine und Holz. Steine hätten wir ja viele, die Frage ist nur, wo? Die ich will vergessen. Hier, dann nehmen wir mal einen ganzen Stack mit. Das ist unsere seltsame Fremde-Dinge-Kiste. Das ist unsere Spezialitäten-Kiste. Braucht man eigentlich noch eine Nahrungskiste. Ich packe das in der Zwischenzeit mal hier rein. Wobei, das könnten wir uns vorher selber noch mitnehmen. Wer weiß, ob wir noch Hunger bekommen. So, da ist es fleißig beim Wachsen, beziehungsweise ist schon fertig gewachsen. Dann werden wir neu einpflanzen. Und ja, das in der Zwischenzeit lagern. Wir brauchen ja auch, vermute ich zumindest mal, Gemüse und Fleisch und alles Mögliche zum Kochen. Ja, haben wir alles, dass wir Außenposten bauen können. Die Kiste, die braucht eh nur Holz. Ja gut, dann ist die Frage, wo bauen wir uns den ersten? Ich würde mal sagen, hier in der Nähe vom Stein. Ab und zu müssen wir vielleicht darauf laufen. Ich glaube, eine Matte haben wir noch mit. Sehr schön. Einfach in einer solchen Reichweite, dass ich mir denke, da schaffen wir es, wenn es mal knapp wird mit der Tageszeit, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir übernachten können, halbwegs sicher. Den Friedhof, genau, den muss ich auch noch fertig untersuchen. Darf man auch nicht vergessen. So, hier irgendwo am Rand der Steinwüste. Ich glaube, da oben haben wir ja schon mal angefangen, ein Lager aufzuschlagen. Weil ich möchte auch natürlich Wald in der Nähe haben. So, hier ist zwar relativ nah am Friedhof, aber wer weiß, vielleicht ganz spaßig. Wird sich noch herausstellen. Also, dann brauchen wir mal Holz. Das werden wir uns gleich schnappen. Abgesehen davon, dass ich, glaube ich, nichts Passendes gerade mit habe, fällt mir auf. Oder ich sehe es nur mal wieder nicht. Naja. So oder so. Ein bisschen Holz fällen. Dann gibt es mal hier einen kleinen Außenposten. Und eben sollten wir dann irgendwo noch vorbeikommen, wo wir gleich Essen mitnehmen können. Machen wir es natürlich auch, wie zum Beispiel da oben die Bären. Und fischen gehen möchte ich auch nochmal. Hoffe, das ist ein guter Plan. So, nehmen wir da alles mit. Schaufel habe ich noch. So, Feuerstelle. Das sollte eigentlich schon genügen. Habe ich jetzt Flint mitgenommen. Na, super. Naja, in dem Fall nicht so ein großes Problem, wenn wir schon in der Steinwüste sind. Hoppala. Naja, kommt vor. Kommt vor. So hungrig sind wir auch. Müssen wir auch aufpassen. Von dem her wird es sich allerdings gut treffen, dass wir hier natürlich gleich ein Lager haben. Dann können wir uns was kochen. So, da schön alles mitnehmen. Gut, da liegt glaube ich noch was. So. Haben wir jetzt genug? Immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Ja, also Feuerstellen brauchen relativ viel Stein, sollte sich aber glaube ich noch ausgehen. Dass wir das schaffen. Also Feuerstelle, Samen, ja, bleiben liegen. Dann haben wir da einen unserer Außenposten.
werden schnell noch was essen. Ah, ist der schon gebraten? Oh, wen haben wir denn da wieder mal? Die liebe Abby. Trotzdem werden wir... Ah, wir können nicht übernachten. Ich glaube, wenn die Abby da ist, kann man nicht übernachten. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Was sollen wir denn jetzt machen? Naja, wenn wir weiter Holz fällen, müssen wir die Nacht halt wieder mal so überstehen. Oder ist es zu gefährlich, weil wir in der Nähe vom Friedhof sind? Kann auch sein, aber jetzt trifft sich's eh gerade gut in der Nähe vom Friedhof. Plus Nacht, plus die Abby ist da. Die ihm ein bisschen im Weg steht, wieder mal. Also falls da irgendwelche Angreifer kommen, sind wir so gesehen gut gerüstet. Ja, zumindest tut es nicht sehr fest weh, immerhin. Da liegt, glaube ich, noch Holz. Gleich fleißig alles nachpflanzen. So. Bisschen was futtern. Wie schaut's aus mit Kiste? Brauchen wir dreimal Bretter. Das geht sich aus. Und warum mache ich das überhaupt? Man könnte das Zeug ja prinzipiell auch rumliegen lassen. Aber dann ist es einfach aufgeräumt und da können wir uns dann so einen kleinen Holzvorrat reinpacken, falls wir hierher kommen. Und eventuell auch einen kleinen Essensvorrat. Im Moment haben wir ja leider nichts. Aber dann haben wir mal Brennholz für eine Nacht. Eine Matte können wir uns auch reinpacken, dass wir hier übernachten könnten. Und eventuell auch einen Satz Werkzeuge. Nach und nach, dass wir hier einfach, ja, eben so Außenposten haben, wo wir auch entsprechend darauf vorbereitet werden zum Übernachten. So. Aber sagen wir mal, für die Grundversorgung haben wir mal genug. Jetzt haben wir natürlich keinen Stein mit. Soll ich nochmal zurücklaufen und den holen? Oder einfach nochmal Stein mitnehmen? Hätten wir gerne bei den Schweinchen drüben noch einen Außenposten gehabt und bei den Gnus. Eventuell auch beim Teich. Wäre vielleicht auch eine nette Idee. Sollen wir wieder ein bisschen aufräumen. Aber ich glaube, wir haben alles mit an Werkzeugen. Plus viel zu viel Flint natürlich. Bisschen was an Stein. Na ja. So, dann ja, würde ich sagen, gerade gute Nacht, Abby. Aber ich glaube, wenn Tag kommt, naja, wenn der Tag kommt, geht die Abby schlafen. Dann gute Nacht, Abby. Bis morgen eventuell. Schaut denn da aus? Habe ich da jetzt schon überall fleißig gegraben? Ich weiß es gar nicht. Oh, wen haben wir denn da? Ein Tentakel. Okay. Noch ein Tentakel. Sehr interessant. Da ein Grab ohne Grabstein. I can't do that. Achso, weil unsere Schaufel fertig geworden ist. Jetzt haben wir aber nichts mehr zum Schaufel konstruieren. Wenn wir schon hier sind, dann werden wir das gleich alles ausgraben. Oh, da ist ein Sumpf. Müssen wir aufpassen. Ist zwar klein, aber auch da könnte es Monster geben. Und wir haben gerade unsere Rüstung nicht an. So, was haben wir hier? Einen Roboter. Einen liegenden Roboter. Oder einen lügenden Roboter, so. Klappernde Zähne, oder? Nein. Zweite Zähne. Falsche Zähne aus zweiter Hand. So, traue ich mich das jetzt? Ich traue mich mal. Also mal genau die Umgebung beobachten. Fake Kazoo. Was ist ein Kazoo? Ich habe keine Ahnung. Schaut irgendwie aus wie ein Musikinstrument oder sowas. Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt alles ausgegraben. Ich glaube, das werden wir uns in unsere Kuriositätensammlung packen. So, nachdem ich nicht zurücklaufen will, werden wir uns den Stein, den wir brauchen, hier besorgen. Für unseren zweiten Außenposten.
12 waren es, glaube ich. Das sollte man halbwegs flott zusammenbringen. Vor allem praktischerweise findet man auch gleich wieder ein bisschen Gold. Wer weiß, vielleicht machen wir uns ja sogar mal ein Werkzeug aus Gold. So, fast genug. Und wenn wir unterwegs noch genug Material finden für eine Strohmatte, wäre es natürlich auch super. Bitte was? I'm full of emptiness. Oi, sowas. Und wir haben hier wieder keine Pickaxe mehr. Flint brauchen wir eigentlich nicht, aber gut, wenn er schon rumliegt. So, da können wir uns eine Pickaxe basteln. Und Full of Emptiness, das gilt allerdings, wie es ausschaut, nicht fürs Inventar. Das ist Full of alles Mögliche. Vor allem einiges an Besonderheiten. Und Hunger haben wir auch schon wieder. Müssen wir uns mal von Samen und Beeren ernähren, apropos. Eigentlich wollte ich ja einiges mit zurücknehmen zum Kochen. Schauen, ob sich das in der Folge ausgeht. So, zweites Lager. Wollte ich machen bei den Schweinchen. Die sind da drüben. Eine Biene. So, für die Strohmatte. Jetzt bin ich, glaube ich, gleich wirklich voll. Ich vergesse es dauernd. Fünfmal Gras brauchen wir noch, okay. Finden wir das noch rechtzeitig? Da ist wieder ein Stückchen Sumpf. Ein bisschen ein größeres. Da ist ein Schweinchen. Da ist das nächste. Ugly Monkey Man. Naja, vielleicht nicht ganz in der Nähe, weil falls sie wieder zu Wehrschweinen werden, dann will ich nicht direkt daneben sitzen. Da könnte man so ein bisschen weiter Richtung Sumpf runter machen, Richtung Fischteich. Also da an die Kreuzung vielleicht. Nettes Plätzchen, denke ich mal. Genau, machen wir es hier. Was fehlt uns noch? Holz. Okay, das ist das kleinste Problem mitten im Wald. Und essen müssen wir dann auch gleich was. Trifft sich's eh gut. So, was legen wir noch in der Zwischenzeit auf die Seite? Den Speer. Schmeißen wir mal kurz dahin. So, dann rösten wir uns die Samen. Oder braten sie besser gesagt. Wollen wir da verhungern und das schmeißen wir auch rauf. Die Karotten möchte ich mal aufbewahren für mögliche Kochrezepte. So, jetzt haben wir natürlich nicht genug für eine Strohmatte, leider. Aber wir könnten die Nacht nochmal nutzen, um Holz zu fällen. Um eine Kiste gleich zu bauen. Ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe, irgendwo hinzulaufen, wo es genug Gras gibt. Nein, es ist zu weit weg. Ja, dann übernachten wir nochmal. Mal schauen, ob uns die Abby wieder besucht. Oder, ah, die hätte, glaube ich, schon kommen sollen. In dem Fall. So, haben wir schon genug für eine Kiste? Nein. Speer darf ich morgen nicht vergessen mitnehmen. So, gleich wieder einpflanzen. Angst vor den Baummonstern. Wie jetzt? I can't do that. Wieso nicht? Okay. Keine Ahnung, was ich gerade falsch gemacht habe. So, legen wir gleich nochmal nach. Und für das haben wir zum Glück noch genug. Nette Stimmung hier mit den Glühwürmchen. Den Fireflies. So, der auch gleich weg. Oh, und ich glaube, es ist wieder Vollmond. Wenn ich das richtig interpretiere. Das heißt, wir sollten uns eventuell darauf einstellen, dass wir Besuch bekommen. Ein Grund mehr, dass ich möglichst schnell die Kiste bauen will.
So, um einfach ein paar Dinge ablegen zu können, packen wir mal schnell die Besonderheiten da rein. Unseren Talisman, den habe ich ganz vergessen, den hätte ich nämlich auch gern mitgenommen. So, aber dann kann ich den Speer nehmen und falls ich den Rucksack fallen lassen muss, spontan, auch kein Problem. Aber bis jetzt ist es ruhig, okay. Dann gehen wir weiter zum Holzfällen. Ja, den Talisman, der bewahrt einen irgendwie vor dem Tod, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Müssen wir auch mal ausprobieren, was das heißt. So, ein bisschen Feuerholz da lassen. Wie auch schon letztes Mal oder beim anderen Lager. Flammen denn da jetzt drin? Noch gar nichts. Dann packen wir das rein. So, was können wir denn noch da lassen? Zum Essen haben wir ja nicht wirklich was. Müssen wir uns eh was suchen gehen. Gut, dann bleibe ich bei dem. Haben wir das irgendwie Platz? Oder soll ich lasse es im Moment mal. Irgendwie will ich es nicht da lassen. Ich lasse es da. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So, und ein letztes Lager werden wir uns da unten noch aufschlagen. Und wenn wir jetzt gerade schon in der Nähe sind, könnten wir eventuell auch gleich fischen gehen. Wo ist denn da der Teich? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wegen den Monstern. So, einmal Fisch. Da haben wir noch ein paar Monsterzähne und einen Frosch. Zweimal Fisch. Ich würde sagen, drei nehmen wir uns mit. Falls ein dritter anbeißt noch. Na? Jetzt aber. Sehr schön. Da traue ich mich gerade nicht rein, wobei da liegt ein bisschen Silk. Nehmen wir, wäre es durchaus interessant. Aber da laufen wir jetzt einfach mal. Moment, das machen wir ein bisschen anders. Den Frosch, zumindest den, können wir uns auf jeden Fall noch mitnehmen. Sonst eher schnell durchlaufen. So, geschafft. Und jetzt ein letztes Lager aufschlagen. Ah, für das haben wir keinen Stein mehr. Einen Stein gibt es ja auch keinen in der Nähe. Gut, dann müssen wir das leider auslassen. Wir könnten es allerdings zumindest mal andeuten, das Lager. Und wir könnten so viel da lassen. Ah, genau, die Strohmatte habe ich oben vergessen reinpacken. Wir könnten uns so viel da lassen an Holz und so weiter und an einer Kiste, dass wir zumindest uns ein kleines Lagerfeuer bauen können. Ah, das sollte sich ausgehen, genau. Beziehungsweise brauchen wir sowieso eins, wenn wir uns ein bisschen Essen kochen sollten. So, schon wieder kein Platz mehr. So, dann brutzeln wir uns schnell was. Was essen wir denn noch? Essen wir einen Fisch zumindest. Okay, und dann schauen wir, dass wir hier noch eine Truhe aufstellen. Und da alles reinpacken, für einmal übernachten. Und dann laufen wir zurück und probieren ein paar Kochrezepte aus. Hoffentlich haben wir inzwischen genug Material zusammen. Paar Bäumchen. Also, was brauchen wir? Was müssen wir da lassen? Für ein Campfire. Eine Strohmatte möchte ich. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So. Hätte ich mir gleich ein bisschen mehr braten können.
sind schon wieder hungrig. Und wenn es sich irgendwie ausgeht, würde ich es auch gleich noch gerne nach Hause schaffen. So, das haben wir schon. Das Seil. Jetzt haben wir 11. Okay, für die Kiste sind wir noch nicht ausgerüstet. Oh, durcheinander, durcheinander. So. Ja, und irgendwann müssen wir hier halt dann genug Stein mit hernehmen, dass wir auch ein permanentes Feuer machen können. Eine Feuerstelle. So. Brauchen wir noch ein bisschen was. Na, geht sich das noch aus? Grad um Grad. So, also. Nummer 1. Jetzt ist nur die Frage, wo? Habe ich ja gesagt, hier am Rand. Jetzt haben wir da die Kiste und da packen wir jetzt rein die Strommatte, die packen wir nicht rein, die verwenden wir gleich, würde ich sagen. Oh, und da kommt die Abby. So, jetzt sind wir halb am Verhungern. Dann werfen wir doch noch einmal für eine Feuerstelle was opfern. Oder ich esse ausnahmsweise mal sowas, aber das bringt auch irgendwie nichts viel. Gut, machen wir nochmal schnell eine Feuerstelle. Ich weiß, es ist ein bisschen umständlich, aber ja, war halt so geplant. Habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt und möchte ich einfach so machen. So, also. Campfire. Erstmal die ganzen Samen. Gut, gut, gut. So, und wir brauchen eben 2 Holz, mal mindestens. Wie viel braucht man noch fürs Campfire? 2 Holz und 3. 3-mal Gras. Okay, das werden wir uns noch sammeln gehen. Sollte hier mehr als genug geben. Hoffentlich, falls ich nicht schon alles abgeerntet habe. Und dann nochmal genug für eine Matte. Dann bin ich zufrieden. Dann können wir das hier zurücklassen. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Dung mit nach Hause. So, ein Seil. Da liegt eh schon ein bisschen Dung rum. Können wir gleich mitnehmen. So viel Platz haben wir noch. Sehr gut. So, dann können wir das hier auch zurücklassen. Also kommt in die Kiste einmal Strohmatte, dann haben wir Holz drin und auch genug, um uns ein Feuerchen zu machen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Brennholz mit reinpacken, dann passt das auch. So, solange es noch brennt. Was essen wir denn noch? Was könnte man noch essen? Essen wir eine Karotte. So. Gut, einen Baum fällen wir noch und dann machen wir uns durch. Was brauchen wir denn für einen Turbo-Farm-Plot? Das können wir uns auch noch schnell anschauen. So, Schaufel habe ich noch. Jawohl. Okay, haben wir Stein hier für den Turbo Farm Plot. Speedy Farm Plot, so heißt. Brauchen wir 3 Dung, das hätten wir eh. So, jetzt haben wir hier auch einen kleinen Außenposten. Der besteht im Moment nur aus einer Kiste zum Essen. Müssen wir uns merken, haben wir noch nirgends was. Oh, was ist hier los? Ach du Schande. Da haben... Oh, da können wir ja ordentlich abräumen. Müssen wir nur aufpassen. I can't carry anymore. Was lassen wir denn da? Was ist denn das da alles? Buffalo. Oh, Büffelwolle.
So eine interessante Entdeckung. Okay, was lassen wir denn da? Wir lassen da. Ja, dann lassen wir doch was zum Essen gleich da. Zumindest ein bisschen was. Die Froschschenkel nehme ich allerdings mit. Tentakel-Spikes. Da liegt so ein Haufen Zeug jetzt rum, muss ich echt aufpassen. Beim Abernten, dass dann nirgends ein Monster auftaucht. Schon wieder kein Platz. Okay, kann man die wenigstens decken? Auch nicht. Und ich wollte noch nach Hause laufen und ich wollte auch eine Aufnahmepause machen. Gut, dann mache ich jetzt an der Stelle die Pause. Lass mal die Steine noch da. Ja, und wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.